BMW Wireless Charging ist eine Komfortfunktion, die dem Kunden das Laden ohne Kabel ermöglicht und uns damit dem BMW-Zielbild Laden einfacher als Tanken näher bringt. Wenn Sie zu Hause ankommen mit Ihrem Fahrzeug, wird automatisch das WLAN gekoppelt. Es werden im Bildschirm blaue Führungslinien eingetragen. Denen folgen Sie auf die Grundplatte. Am Schluss kommt ein Kreis. Wenn der grün wird, müssen Sie nur noch die Zündung ausmachen und das Fahrzeug lädt automatisch induktiv. In der Praxis können Sie sich vorstellen, wie Sie es vielleicht von Zahnbürsten kennen oder von Ihrem Handy, wo induktive Ladesysteme auch Einzug gehalten haben, nur in größerer Energieübertragungsstärke. Es befindet sich eine Ladespule am Boden und eine Ladespule im Fahrzeug. Die Energie wird elektromagnetisch in die Spule übertragen und dann damit die Hochvoltbatterie geladen. Die Station wurde dafür entwickelt, sowohl im Freien als auch in der Garage oder auch im Carport zu nutzen. Wir laden mit einer Leistung von 3,2 Kilowattstunden. Das führt zu einer Ladezeit von 3,5 Stunden, wenn die Batterie ganz leer ist. Und das liegt in der Mitte etwa zwischen einer Wallbox und einer normalen Steckdose. Auch bei diesem System muss man sich keine Sorgen machen, dass das Fahrzeug überladen wird. Das Fahrzeug erkennt, wenn die Batterie voll ist und teilt der Bodenplatte mit, dass das Laden beendet werden muss. Das System ist schon Mensch und Tier ungefährlich. Wir unterschreiten alle gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte. Zusätzlich ist ein Living Object Detection System eingebaut, was automatisch abschellt, wenn sich zum Beispiel eine Katze unter das Fahrzeug begibt. Bei Menschen mit Herzschrittmachern und Hörgeräten unterschreiten wir alle dafür zuständigen Grenzwerte. Es besteht also damit keine Gefahr für Personen mit solchen medizinischen Geräten. BMW Wireless Charging wird im 5er iPerformance im Laufe des Jahres 2018 dem Kunden angeboten.